Sie hören den Artikel Peter Ensikat, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 20. März 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentationen. Peter Ensikat. Peter Ensikat, geboren am 27. April 1941 in Finsterwalde, gestorben am 18. März 2013 in Berlin, war ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Schauspieler und Kabarettist. Inhaltsverzeichnis: 1. Leben. 2. Werke. 3. Filmografie, Auswahl. 4. Literatur. 5. Weblinks. Leben. Peter Ensikats Familie stammte aus Berlin. Er wuchs mit zwei älteren Geschwistern im brandenburgischen Finsterwalde auf. Sein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg 1943 in Smolensk. 1959 begann Ensikat ein Schauspielstudium an der Theaterhochschule Leipzig. Bereits während des Studiums schrieb er auf Anregung von Peter Sodann erste Texte für das Studentenkabarett »Rat der Spötter«, das im Herbst 1961 verboten wurde. Ensikat entging, anders als seine Mitstreiter, einer Verhaftung aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes. Von 1962 bis 1965 spielte er am Theater der jungen Generation in Dresden. Dort schrieb er als erstes Stücke fürs Kindertheater. Daneben arbeitete er viele Jahre als Kabarettautor für die Dresdner Herkuleskeule. Von 1969 bis in die 1980er Jahre gehörte er außerdem neben Hans Rascher und Kurt Bartsch zum Autorenkreis des Berliner Kabaretts Die Distel. Anfang der 1970er Jahre zog Ensikat nach Berlin und wirkte dort als Schauspieler am Theater der Freundschaft in Ost-Berlin, heute Theater an der Parkaue. Mitte der 1970er Jahre entstand mit Wolfgang Schaller das erste gemeinsame Kabarettstück »Wem die Mütze passt«, dem zahlreiche weiter folgten, die auf Bühnen in der ganzen DDR gespielt wurden. Seit Mitte der 1970er war Ensikat freischaffend tätig. Er schrieb auch für das Kinderfernsehen. Daneben war er wiederholt in der Fernsehreihe »Der Staatsanwalt hat das Wort« in Rollen als kleiner Ganove zu sehen. Seine Stücke fürs Kindertheater und bearbeitete Märchenstoffe der Gebrüder Grimm und andere aus Ensikats Feder führten ihn unter anderem in die Mongolei und auf Einladung des jeweiligen Gastlandes auch ins westliche Ausland. Anlässlich der Weltfestspiele in Berlin lernte er 1973 eine belgische Theatergruppe kennen, was den Anstoß zu mehreren Gastspielen in Brüssel und später auch in der Bundesrepublik gab. Ensikat war in den 1970er und 1980er Jahren der meistgespielte Kabarettautor der DDR. 1985 erhielt er den Lessing-Preis der DDR, 1988 den DDR-Nationalpreis. 1991 wurde er Gesellschafter, von 1999 bis 2006 war er als Nachfolger von Gisela Oechelhäuser künstlerischer Leiter der Distel. Zusammen mit Wolfgang Schaller wurde er 2009 mit einem Stern der Satire auf dem Walk of Fame des Kabaretts in Mainz geehrt. Ensikat war bis zu seinem Tode als Autor aktiv. 2010 erschien seine Autobiografie »Meine ganzen Halbwahrheiten«. Peter Ensikat lebte in Berlin-Althohenschönhausen
und wurde Vater zweier Söhne, David und Lukas, und einer Tochter, Caroline. David Ensikat, geboren 1968, studierte in Berlin Publizistik und Geschichte und arbeitete als Redakteur beim Tagesspiegel. Peter Ensikats Bruder ist der Grafiker Klaus Ensikat. Peter Ensikat starb am 18. März 2013 im Alter von 71 Jahren in Berlin. Werke. Ab jetzt geb ich nichts mehr zu. Nachrichten aus den neuen Ostprovinzen. Kindler, München, 1993. Wenn wir den Krieg verloren hätten. Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1993. Uns gab's nur einmal. Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1997. Hat es die DDR überhaupt gegeben? Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1998. Das A steht vorn im Alphabet, mit Klaus Ensikat. Leipziger Kinderbuchverlag, Leipzig, 1998. Die Familie Ungeheuer, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1999. Sterntaler oder die wirkliche Natur des Menschen, mit Klaus Ensikat, Verlag Neues Leben, Berlin, 1999. Was ich noch vergessen wollte, Blessing, München, 2000. Du hast das, was ich nicht hab. Leipziger Kinderbuchverlag, Leipzig, 2002. Das Schönste am Gedächtnis sind die Lücken. Blessing, München, 2005. Längerer Beitrag in Tobias Glodeck, Christian Haberecht, Christoph Ungern-Sternberg, Politisches Kabarett und Satire. Mit Beiträgen von Volker Kühn, Henning Fenske, Peter Ensikat, Eckart von Hirschhausen unter anderem, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2007. Populäre DDR-Irrtümer, ein Lexikon. Brandenburg, Edition Q, Berlin 2008. Ihr könnt ja nichts dafür. Ein Ostdeutscher verzeiht den Wessis. Mit einem Entwurf von Dieter Hildebrandt. Edition Q im Bebra Verlag, Berlin 2010. Meine ganzen Halbwahrheiten. Dumont, Köln 2010. Filmografie. Auswahl. Schauspieler. 1967, der Staatsanwalt hat das Wort, Busliesel, Fernsehreihe. 1968, der Staatsanwalt hat das Wort, Automarder, Fernsehreihe. 1968, der Staatsanwalt hat das Wort, Strafsache Anker, Fernsehreihe. Sie hörten den Artikel Peter Ensikat, gesprochen am 20. März 2013 von Viscount SJ. Der Artikel befindet sich unter de.wikipedia.org/wiki/peter-ensikat. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentationen. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.